Ey, bist du clean? Nee, ich bin grad voll high. Five. Habe ich schon keine Kohle mehr oder wie sieht das jetzt aus? Alter, ich habe keine Kohle mehr. Scheiße. Aber Geld regiert doch die Welt. Und wie soll ich auch nicht ganz so oft dieses machen? Ich weiß, meine Witze sind natürlich unter allem Niveau, aber so ist das auch ein bisschen nervig, glaube ich, wenn ich das hier jetzt am Mute mache. Die Musik finde ich übrigens auch sehr schön. So. Bam. 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 Oh. Bam. 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 Ey, du machst ja voll Tommy oder Adi nach von Apple War. Weil du immer Bam sagst. Was soll ich denn sonst sagen? Hui. 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 Oh, das war das Falsche. Oh Gott, ich krieg das schon gar nicht mehr hin, ey. Weil meine tiefe Stimme einfach viel zu tief dafür ist. Sollte man diesen Smiley einblenden? You don't say. Ja, diese ganzen Memes, die finde ich auch immer sehr interessant. Die sind alle ziemlich geil, wie dieses Tollface oder Forever Alone oder was weiß ich. Kennt man hier, um das mal hier so ein bisschen auf YouTube zu beziehen? Man ja vielleicht auch schon so von Leuten wie Iblali oder Apple War oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Die arbeiten ja auch sehr gern mit Memes. So, gucken wir mal, wie weit unser Clean Zone ist. Oh, ist ein bisschen clean geworden. Dann sollte man wieder diesen Smiley einfügen, you don't say. So, ich würde gern aus diesem Stein bauen. Uff. Ach, was soll's, ich mach einfach mal ein bisschen was. Was? 44? Das ist doch voll viel, das ist doch nicht nur ein bisschen. Moment, und was ich glaube ich auch mal lieber mache. Also nicht Liebe machen, sondern lieber machen. Ist mal hier ein bisschen Eisen zur Seite legen. Falls ich denn sterbe und die Sache nicht mehr wiederfinde, dass ich dann noch Eisen habe, um mir eben halt eine Rüstung zu machen und Waffen und sowas. So. Dann ziehen wir mal ins ferne Land. Am besten nach Nordmar. Gott, was war Nordmar nochmal? Hab ich ganz vergessen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch nicht, ob ich nicht vielleicht so was anderes baue anstatt ein Haus. Vielleicht lieber ein Familienhaus. Ach verdammt, ich wollte doch nicht mehr dieses Höhöhö machen. Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann oder so. Oder doch? So, ich glaube, hier an der Küste ist das ganz schön. Ich weiß allerdings nicht. Oh Gott, ist das laut? Ich muss meinen Ingame-Sound wirklich noch ein bisschen leiser machen. Keine Ahnung, wieso das laut ist. Ich könnte mir gut vorstellen, jetzt so einen Mineneingang zu machen im Sinne von Patsch, Patsch, Patscha, Patsch, 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 Patsch. Und dann ist hier so ein kleiner Raum. Und dann kann man darin, dann buddel ich mich da bis ganz nach unten. Der Mine und dann Strip, meine ich da. Also für die Leute, die es nicht kennen, das ist einfach nach unten graben und dann einfach seitwärts buddeln. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier im Let's Play so anbringen kann, weil es natürlich auch schon ein bisschen mit Langeweile verbunden ist. Ich kann erstmal die Mine bauen. Ich muss ja nicht unbedingt dann meinen. Ich kann ja auch einfach nur das Gebäude haben, um es zu haben, ne? So. Ich glaube aber mit dem bisschen Musterstein komme ich nicht zu Potte. So, 1, 2, 3, 4, 5. Versuche das mal quadratisch zu machen. Quadratisch praktisch gut, sage ich dazu nur. Nur die Ecken lasse ich jemals weg, damit das so ein bisschen, ja, nicht ganz so extrem blockartig wirkt. Aber das hier ist doch Minecraft, das muss doch blockartig wirken. Nein, muss es eben halt nicht. Und möge sich da mal bitte Let's Go Minecraft anschauen. Das ist, also wenn man so gut bauen kann wie die, dann sind Blockhäuser wirklich scheiße. Das tut mir übrigens leid für alle Leute, die jetzt im Block wohnen. Yeah, mein Block. Was ich sagen muss, der Ersteller des Liedes, Sido, der ist natürlich
schon ein sehr begnadeter Künstler. Künstler, wie ich finde. Der hat ja auch, glaube ich, mal einen Film gemacht, oder? Oder macht momentan einen Film. Ich weiß das gerade gar nicht genau. Ja, wir haben den Babyhuhn gekriegt. Wow. Oh, da sind zwei Babyhühner. Nein, das würde ich doch niemals tun. Vor allen Dingen ich nicht. Man möge sich dabei bitte Staffel 1 und Staffel 2 angucken. Da habe ich nämlich ständig nur solche kleinen Hühner gekillt. Nein, nicht die kleinen Hühner. Ich habe die ganze Zeit kleine Schweine, glaube ich, gekillt. Schrägstrich allgemein sehr... Schrägstrich allgemein sehr viele Tiere. So. Ich habe ja eigentlich am Anfang der Aufnahme gesagt, dass ich wahrscheinlich keine Höhlentour mache. Aber ich denke, es ist auch schon bald wieder angebracht. Weil uns eben mal die Kohle fehlt. Und wenn wir da in eine Höhle gehen, dann werden wir dafür bezahlt und bekommen auch Kohle. Weil wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben. Hier in Minecraft. Ich alleine. Das macht total viel Sinn. Das macht Sinn. So, wo ist denn jetzt hier meine Mine hin? Hier irgendwo, oder? Ja, da. Ist wenigstens einfach zu merken, ich muss einfach nur die Küste entlang gehen und schon finde ich die. So. Mach ich mir erstmal noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen Cleanstone. Und noch nur noch kurz die Welt retten. Wer kennt es nicht? Poplieder. Alle mögen sie und 2 Wochen sind sie wieder in der Mülltonne gelandet. So ist es gut. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, weil ich das Lied gar nicht so schlecht fand. Und ich höre es auch immer noch ein bisschen. Hä, wie kann man ein Lied nur ein bisschen hören? Also man hört ein Lied ein bisschen, indem man das anmacht und nur bis zu einer Minute hört. Oder die Hälfte oder so. Dann hat man das Lied ein bisschen gehört. So. Oh yeah. Die Musik ist echt cool. Wow. Awesome. Yeah. Ich mache hier gleich für Party. Hell yeah. Okay, ich sollte hier mal nicht so auf cool machen. Weil du nicht cool bist. Matt, ich glaube, ich habe einen kleinen Fail gemacht. Die Decke ist so niedrig. Und ich bin so groß, dass ich immer gegen die Decke knalle. Was? Du knallst die Decke? Wah! Du Perversling! Super, jetzt kann ich noch hier nochmal die Decke einreißen. Stell dir mal vor, echt wäre das so. So, Bauunternehmen baut da mal so ein Haus und so. Oh, die Decke ist auszusehen. Also der Raum ist nur auszusehen 1,30 hoch. Ja, wir müssen nochmal gerade die Decke einreißen und nochmal neu bauen. Das kann man natürlich auch einfach so spontan machen. Muss dann nur aufpassen, dass man die ganze Decke dann auch wieder einsammelt in sein Inventar, ne? Das sind die modernen Probleme eines Bauunternehmens. So. Ah, wir haben hier wieder unser geiles Reggae-Lied drin. Reggae! Höre ich eigentlich auch sehr gerne. Aber nicht ganz so oft. Nur mal zwischendurch so. So, ich würde jetzt sagen... Machen die 2 Dinge einmal hier hin. Hier geht es mit der Leiter runter. Und hier... kann man dann später runterspringen, um schnell nach unten zu kommen. Also, ne, dann greife ich mich hier ganz auch bis nach unten und fülle das dann unten mit Wasser und dann kann man von ganz oben so runterspringen, yay, und dann 10 Sekunden lang fallen und dann klatscht man einfach auf die Wasseroberfläche und überlebt. Das ist der Plan, jetzt ist nur die Umsetzung gefragt. Enderman, sie sind hier und da und überall. Sie sind da, wenn du sie nicht brauchst. Das sind die Enderman. Er klaut mir sogar noch einen Block. Na warte, das ist mein Block. Der Typ aus Mersen war früher immer Rausschmeißer, seitdem er aus dem Knast ist, ist er unser Hausmeister. Ach Gott, Hausmeistern, ja, natürlich. Hausmeister, die Meister vom Haus, wer kennt es nicht? Oh, ich renne jetzt einfach mal in mein Bett. Ich will in mein Bettchen. Und dann penne ich meine Runde. Okay, was sollte ich auch sonst im Bett machen? Fapp, vielleicht. Wird doch alles mit F geschrieben, fapp, vielleicht.
Ich bringe euch nur die deutsche Grammatik bei. Schrägstrich Rechtschreibung. Und zwar vollkommen falsch. Und weil ich das eben halt so falsch mache, ist mein pädagogisch positiver Einfluss komplett weg. Der pädagogisch negative Einfluss ist dafür aber umso größer. Der ist dazu, dafür umso größer. That's what she said. Okay, ich glaube, jetzt muss ich wirklich mal in die Mine gehen, weil ich habe wirklich gar keinen oder fast gar keine Kohle mehr. Und das Problem ist, wenn ich die Kohle, die ich jetzt noch habe, die 6 Stück aufbrauchen würde, dann hätte ich auch gar keine Fackeln mehr. Dann könnte ich in keine Mine gehen und könnte mir keine Kohle holen. So eine Todesspirale wäre das dann. Mäh. Komm, ich gehe noch einmal kurz durch und sammle ein paar Eier auf. Ich habe ja selbst keine. Ist. So. Egal, ich bin ja auch ein Bauer, dann bin ich ja auch im Mist, ne? Also, ich stehe da nicht drin, aber, ne? Scheiße. Ich wollte natürlich darauf hinaus, dass ein Bauer sein Mist ist, natürlich. Wobei ungefähr, ich wohne ja sehr auf dem Land und kenne deswegen mehr als einen Bauern. Weil in der Stadt, da würde ich auch nicht gern leben, nee. In der Stadt sind die ja teilweise so stupide, dass sie denken, dass... Ach übrigens, ich suche jetzt gerade eine Höhle, ne? In der Stadt sind die ja teilweise so stupide, dass sie denken, dass Kühe wirklich weißen mit lilanen Flecken wegen der Milka-Werbung. Und sowieso ist das so, das Brutto-Sozialprodukt ist in den Städten kleiner, die Luft ist viel schlechter. Ach Gott, was gibt's denn noch alles? Es ist viel zu laut wegen dem ganzen Verkehr. Ohne ein Dorf! Ach ja, da waren wir ja schon, richtig. Hab ich ganz vergessen, das Dorf. Stimmt, das haben wir da schon aufgenommen, ne? Ausgenommen. Das haben wir uns auch aufgenommen. Liebe mich! Liebe mich! Ja, geht doch. Ich sehe das leider gar nicht mit den Herzchen, weil das bei mir irgendwie ja weg ist. Keine Ahnung. Ist auch mein Hund? Ist das auch mein Hund? Hallo. Zeig dich! Ich will nur kurz gucken. Na, ich kann dich zum Hinsetzen bringen. Nicht so wie den hier. Das andere. Da. Bleib stehen. Hallo. Ah. Das Dorf, da könnte man eigentlich auch mal noch so ein bisschen gucken, ob da noch Leute überlebt haben. Aber ich glaube schon. So oft werden die Dörfer ja nicht von Zombies angegriffen. Nicht wahr, Herr Professor? Der hat das auch statistisch ausgewertet, wie oft das Dorf von Zombies angegriffen wird. Nullmal. In 20.000 Jahren. Deswegen ist ja voll sicher und wir sollten hier im Dorf weiterleben. Boah, das hier könnte ich auch mal reparieren, ne? Leider kein Inventar, schrägstrich nichts im Inventar. Und nichts im Kopf. Ist natürlich ein bisschen schade. Also, dass ich natürlich nichts im Inventar habe. Dass ich nichts im Kopf habe, ist natürlich ganz schön. So. Hier ist nichts. Achso, das war der Hund. Ich hab mich schon gerade gefragt, was das ist, ey. Und ich hab nichts an Perverses gedacht, ja? Nicht an Perverses gedacht, ja? Damit das hier mal feststeht. Ich bin ja nicht so ein kleiner Perverser. Wobei ich sagen muss, dass ich wirklich nicht allzu groß bin, also sollte ich lieber sagen, ich bin ja kein großer Perverser, ne? Die Perser, die sind alle Perverser. Okay, das war grammatikalisch nicht ganz richtig, aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollte.